Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Super Mario Bros. 3, dem dritten Aufnahmeversuch. Bitte, ich möchte euch etwas zeigen, aber ist gar nicht so einfach hier, den Koopa Shell an die Stelle zu bekommen, an die er sein muss. Und diese ganzen Bullet Bills, ihr kennt das Level ja noch gar nicht, aber ich kann das euch jetzt auch nicht erklären. Fuck. Kommst du wieder zurück, ich brauche dich. Dammit, sonst ist eine Geheimröhre. Man könnte meinen, man kann es mit diesen Bomben auf, sprengen. Nö, geht nicht. Also zumindest ging es bei mir gerade nicht. Vielleicht muss es auch an einer bestimmten Position sein. Huch, das ist ein bisschen cool. Ein bisschen cool, ja. So. Fuck. Unten ist übrigens eine Flower, die ich auch keine Ahnung habe, wie ich die krieg. Miss! Ach, dammit. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt sprengen kann, ehrlich gesagt. Nee. Man kriegt die nicht mehr in die Nähe von dem Ding. Das ist das Problem. Außerdem habe ich keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Das ist ein sehr verwirrendes Level, wie ihr gerade seht. Sehr verwirrend. Wäre nur sehr schön, wenn noch ein paar Leute kämen. Offenbar nicht. Interesting. Ich kann ja nicht mehr raus. Ich kann mich hier nicht mehr umbringen. Hä? Das kann doch nicht sein, oder? Das ist doch hier... Ach so. Ha. Okay. Ah, das waren die Blöcke. Oh Gott, jetzt wahrscheinlich schon die Kommentare geschmissen. Geschrieben. Geschmissen, ja. Wahrscheinlich habt ihr schon die Kommentare geschmissen, dass das die Blöcke sind, die man braucht, um andere Dinge zu öffnen. Ach, Damage. Nein. Gott. Das ist sehr fiddlig. Hi. Lass mich da mal bitte durch. Okay, sonst könnte man hier auch gar nicht hoch. Okay. Gedächtnis, please. Manchmal wünschte ich mir schon, dass ich mir solche Dinge merken könnte. Und ich kann euch, glaube ich, trotzdem noch den Geheimraum zeigen. Denn so wie ich das sehe, ist dieses Stage halb unter Wasser, halb über Wasser. Und wenn ich hier weiter nach links gehe, sollte ich irgendwann zu dem Punkt kommen, wo ich euch zeigen wollte. Yes, nice, sehr schön. Super. Damit. Ich komme nicht an dem Fisch vorbei, aber er ist da ganz rechts. Also mache ich das mal lieber. Und hier dann nach rechts halten. Dankeschön. Nämlich ein Big Block. Mit einem Froschanzug. Oh nice, das wusste ich nicht. Da sollte unsere Schwimmfähigkeiten ja deutlich verbessern, wollte ich gerade sagen. Nämlich, der macht... Im Prinzip steuert sich Mario jetzt wie ein Top-Down-Spiel. Also ich kann mich frei unter Wasser bewegen, aber wir haben nicht die Zeit, um das auszunutzen. Ich kann da wieder hoch, aber wieso sollte ich? Unter Wasser bin ich da, glaube ich, besser dran. Ja, schätze ich mal. Boing, boing, boing. Wir können übrigens keine Geschwindigkeit sammeln in diesem State, aber ich konnte euch alles zeigen, was ich zeigen wollte. Yes, das hat sich gelohnt. Okay. Was ist denn dahin wohl? Offenbar. Hab. Keine Ahnung, wo es dahin geht. Oh, nice. Was ist denn das? Ah, oh, it's terrible. The king has been transformed into a Kappa. Please find the magic one so we can change him back. Luffy Kappa? Luffy Kappa. Hi, Luffy Kappa. Wow, das sieht komisch aus. Okay. Hilfe, mit dem Frosch hier zu spielen, das wird witzig. Hi. Na, fuck. Okay, das war's doch schon mit dem Frosch. Schade, aber dachte ich mir irgendwie auch. Ehrlich gesagt, bin im Frosch nicht sonderlich gut. Und dann gleich so ein Level. Huch. Okay, das war zumindest ein Extra-Hit. Weiß nicht, was der Extra-Hit jetzt tatsächlich wert ist, aber hey. So, auf diesen Plattform muss man gesprungen bleiben. So zumindest die Theorie, aber man schafft's nicht. Okay, ich dachte, man hätte ja mehr Zeit. Ah, darum kann man also tatsächlich rum. Interesting. Was bringt einem das?
I have no idea. Nur, dass diese Dinger hier mich nerven. Ist da denn noch was? Nö. Okay, dann. Boss Time! Hi, Wendy. Fuck. Wendy! Don't do this to me. Oh, damn it. Können eigentlich in 16 Form was machen. Aber nein, das werden wir nicht tun. Keine Sorge. Oh, ich will eigentlich ein Item auswählen. Ja, ich... Oh Gott. Kann man das nicht überspringen? Kann man nicht überspringen. Oh, das wollte ich auch nicht. Okay. Little Cooper. Was suche hier gerade? Ah, da war's. Was haben wir denn noch? Einen Stern. Wolke. Hm. Muss ich doch mal hier die Wolke einsetzen. Nur mal ausprobieren. Nee. Wollte mal ausprobieren. Ich will überspringen. Dammit. Ich gehöre zur ungeduldigen Gamer-Generation. Okay, Leute. Okay, Leute, hier ist das Flugschiff. Das ist interessant. Ich immer noch Wolke? Nein. Habe ich jetzt die Wolke verbraucht? Das wäre mies. Glaub nicht. Kannst mir gerade nicht vorstellen. Hi. Hi. Au. Das war eine Falle von euch, ihr Ärsche. Damage. So funktioniert das also. Tja, es wurde aufgebraucht und ich habe keinen Effekt davon erzielt. Das ist fies. Ich glaube, wir brauchen hier aber ein Power-Up. Nicht zwingend, aber wäre schon genial hilfreich. Ach, man kann einfach drüber laufen über die? Echt jetzt? Das wusste ich nicht. Wenn ja, dann... Okay, cool. So. Ich wollte eigentlich das Item da, aber... hab's nicht mehr geschafft. Oh Gott, ist das ein heftiges Ding. Okay, wartet kurz. Wir machen uns das einfacher. Wollte ich sagen, aber da wir immer in eine Richtung aus dem Level herausgeschleudert werden. Au, oh, okay, so. Ich wollte es mal ausprobieren. Sorry. Okay, dankeschön. Da wollte ich ihn hin haben. Okay, jetzt sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir hier etwas besser ausgestattet. Lasst uns mal in das Flugschiff gehen. Gott. Es wird nicht gut laufen, das Gefühl. Nein, dammit. Allein schon, weil ich echt schlecht bin in diesem sich verändern scrollenden Bild, mich irgendwie fortzubewegen. Wäre da was? Okay, damit komme ich da zumindest durch. Lass mich da mal bitte. In Ruhe damit. So. Hopp. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das müsste ausreichen. Jupp. Super. Einmal noch Monty Moles, dann sollten wir es geschafft haben. Wieso sollte ich da nicht unten rumgehen? Don't understand. Ja, wirklich. Keine Ahnung, wieso man da nicht unten rumgehen sollte. Obenrum ist der verstecktere Weg, aber man sollte unten rumgehen. Das ist interessant. Interessant meine ich irgendwie unlogisch vielleicht. Aber. Fuck. Jetzt fängt es an zu springen. Verdammt. Huch. Das ist ein bisschen weit zurückwerfen, findest du nicht, Game? Okay, wartet. Mal diese. Dab. Roundabout Ways, könnte man sagen. So, schauen wir mal. Holen wir uns das auch noch. Wow. Ja, das Spiel nimmt auf ordentlich zu, würde ich sagen. Das bringt uns wenig, glaube ich. Oder? Na gut, wir können eigentlich... Nein, ich würde nicht, dass der Bildschirm scrollt. Wir können es ja mal probieren. Ich glaube nicht. So. Bam. Sieht aus, seid ihr irgendwie verwundbar dadurch? Ja, ein bisschen. Ne? Nicht arg, aber vielleicht... Vielleicht genug. Genug ist manchmal auch okay.
dann wiederum. Ach, fuck. Okay, dann halt nicht. Das Ding mal hier durch. Hm. Ich scheine hier nicht mehr als Ding zu schaffen. Hopp, hopp, hopp. Mal hier in die Mitte. Können wir ganz leicht hoch. Kein Grund hier zu warten. Nope, 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 nope. Gehen natürlich unten rum. Das ist zwar ein Bunsenbrenner, aber insgesamt viel leichter. Kein Vergleich, würde ich sogar sagen. Nella? Nella? Oh, dankeschön. Einmal. Okay. Versuche mal nicht direkt. Und jetzt fängt sie an zu springen. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Oh Gott. Bam. Nice. Kurz vor Bodensprung. Woo. Und wir verwandeln Kappa zurück in im, ich meine den König. Yeah. Oder so irgendwie. Bam. Wo, wie die immer schon zurückverwandelt sind. Oh, thank heavens, I'm back to my old self again. Thank you so much, here's a letter from the princess. Sind das alles die Väter von Peach? Greetings, the white block contains magic power that will enable you to defeat your enemies. I have closed the javel that helps protect you. What? Okay, keine Ahnung. Von mir aus, auf jeden Fall sind wir jetzt auch im nächsten Level. 2. Das wird eine Zurückwarpröhre sein. Oh, die geht nur nach vorne. Ey, Quatsch, das ist die Halfway Point. Richtig? Ja, natürlich. Was sollte sie denn sonst sein, ich Idiot? Man würde meinen, ich hätte das Spiel schon mal gespielt. Irgendwie so bis gerade hierhin. Bam. Gleich mal hier hin. Aua. Mann. Wie nice. Ach, da bin ich. Okay. Schauen wir mal. Oh, das ist ein cooles Level. Das gefällt mir. Das erinnert mich voll an Super Mario World. Ne, wie heißt's? Das für den Game Boy Color. Wow. Geil. Nice. Wirklich nice. Ich liebe solche Großstil-Dinger. Kurz mal Wasser, okay. Ah, reicht nicht. Dachte vielleicht. Wie will das Spiel, dass ich hier fliege? So, wie sieht's aus? Ah, okay, deswegen willst du, dass ich fliege. Bringt mir das auch was? Schneller, schneller, schneller. Wah! Du bist fies. Ich mag dich nicht. Doofe Blume. Und die wird mich jetzt wahrscheinlich gleich töten. Ah, dahin. Oh nein. Das ist ein ekliger Geselle. Okay. Das ist zwar nicht, was hier ist. Was mir das jetzt gebracht hat. Irgendwas war wahrscheinlich in den Blöcken drin. Naja. Hopp. Ich spring einfach mal. Woohoo. Fuck. Das hätte eventuell besser laufen können. Damn you, Game. Mach mit, wenn ich so eine Aktion mache. Dann werde ich nicht dagegen. Du wirst es doch auch. Bam. Hopp. Ich hätte ich gerne. Wenn ich zumindest groß bin. Man hatte ja im Vergleich zu Super Mario World echt wenig Protection. Das macht das Game sehr viel schneller. Fast-paceder. In gewisser Weise. Huch. Ah! Lass es. Ich brauche keinen grünen Panzer, der mich hier noch schlechter aussehen lässt. Bam. Wolke? Wolke kann man stehen. Okay, verstehe. Nein. Will nicht. Du wirst nicht feuern? Nö. Wirst du nicht? Mahaha. Sehr schön. Nice. Dann rennen wir mal und kriegen einen Stern. Yes. Nice. Super. Okay. Gut. Das wär's dann aber auch soweit von mir für heute gewesen. Das werde ich wahrscheinlich sowieso nachspielen müssen, weil
Sobald ich sterbe, fange ich hier wieder am Anfang des Levels an. Naja, egal. Falls euch gefallen hat, immer liken, falls ihr wollt, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinem anderen Space. Ciao, Leute.